Heute Donnerstag, 10. Dezember, ist EZB Donnerstag. Das erwartet der Markt wirklich mit großer Spannung, denn die EZB hat es natürlich in der Hand, die Wirtschaft in der EU deutlich zu stützen durch gewisse Maßnahmen. Ich bin gespannt, was heute auf uns wartet. Deswegen der Blick auch in Euro mit der Überschrift. Wir sehen es im Hintergrund. Euro, US-Dollar im Vorfeld der EZB-Sitzung unter Spannung. Das sollten wir nicht verpassen, denn wir haben hier relativ gute Opportunitäten. Gerade die kurzfristig agierenden Trader an dieser Stelle sollten da ganz genau hinschauen. Deswegen das Hauptthema hier und heute in der Sendung dazu. Schweizer Franken, japanisches Yen und Austral-Dollar, US-Dollar sowie gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Also rein in die Chats mit den Wunschmärkten und dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne auch um diese Dinge. Zuvor allerdings wie immer an dieser Stelle der Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir besprochen. Ja. Und ich würde sagen, machen wir hier einmal weiter mit dem Blick in die Nachrichten für den heutigen Tag. Wir haben ein bisschen was schon bekommen. Daten aus Großbritannien hier um 8 Uhr. Wir sehen es im Hintergrund. Das BIP steht bei 0,4. Die Industrieproduktion ist überraschend angestiegen von 0,5 auf 1,3 Prozent. Die Daten für den Oktober, die Prognose sind gewesen 0,5 also das ist tatsächlich eine Überraschung ähnlich sieht das Ganze aus bei der Produktion des verarbeitenden Gewerbes auch die Zahlen aus dem Oktober hier 1,7 Prozent plus die Analysten hatten 0,3 Prozent Zuwachs erwartet nach 0,2 bei den bei den vorherigen Zahlen das Ganze hier bei den Briten was wir allerdings sehen die Handelsbilanz, die schrumpft weiterhin extrem stark. Also die Briten sind schon ziemlich angespannt, was das Ganze wirtschaftlich angeht. Auch die Nicht-EU-Handelsbilanz für den Monat Oktober deutlich unter Druck geraten. Was natürlich jetzt auch wieder das Momentum in die Brexit-Verhandlungen bringen mag oder bringen wird. Wir werden es sehen. Boris Johnson äh, trifft sich ja jetzt äh, mit äh, von der Leyen bzw. Äh, mit den Vertretern der EU, um hier. Das nächste Mal Final zum Sonntag, die nächste Deadline. Das mag der Johnson ja, der setzt gerne Deadlines, um sie dann wie immer nach hinten zu verschieben. Also ich bin mal gespannt, was kommt. Auf alle Fälle, Johnson ist da zum äh, Diskutieren, live vor Ort in äh, Brüssel. Mal schauen, ob wir tatsächlich bis Sonntag hier in irgendeiner Art eine Antwort bzw. eine Regelung ähm, für ein Handelsabkommen bekommen werden. Bleibt spannend, wird natürlich Einfluss haben auf, den, auf das Fund. Das sollten wir hier nicht unterschätzen, das Ganze mit im Blick zu haben zum Traden. Also, das ist interessant, das ist spannend und das sind die Dinge, die wir hier immer wieder und regelmäßig auf der Uhr mit haben. Dann am Nachmittag natürlich, da ist EZB-Nachmittag, 13.45 Uhr, da gibt es den Zinsentscheid. Gut. Äh, wir sehen es, da, da ist nicht viel zu erwarten. Ne? Also wir haben hier eine 0% stehen. Äh, da ist jetzt nicht davon auszugehen, dass hier gravierende Abweichungen kommen. Sollten die allerdings kommen, das wäre dann eine Überraschung. Und das, ja, muss man sagen, das sollte dann den Euro definitiv bewegen. Ich denke mal eher dann zur Unterseite hin. Aber das ist genau der Punkt. Wir wissen es nicht, ja. Und das ist halt das Schöne wenn wir da dann ordentlich Bewegung bekommen, dann können wir uns hervorragend positionieren und das bleibt wirklich sehr sehr spannend. 14:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA und dann auch zur gleichen Zeit die Pressekonferenz und da schaut man natürlich oder hört man mit gespitzten Ohren zu, was hier erzählt werden wird. Das Ganze ja für den heutigen Tag an dieser Stelle. Was ich momentan sagen muss, ich sehe gerade keine Informationen über Facebook. Ähm, das heißt, wir werden heute keine Kommentare angezeigt. Warum auch immer? Ähm, ich hoffe, das kriegen wir an dieser Stelle irgendwie anders gebacken. Wer einen Wunschmarkt hat, einfach eine PN an mich schicken. Hier auf Facebook, da gehe ich direkt rein. Ansonsten in Zoom, da funktioniert es wie immer. Bitte auch gerne mal eine kurze Info, ob Bild und Ton hier gut rüberkommen, damit ich weiß, dass hier im Stream alles gut klappt. Ju, das zu den Nachrichten und damit gehen wir rein in die Charts. Und ich habe hier aus der Vorbereitung vorhin gerade noch frisch auf der Uhr das Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar. Hier an dieser Stelle natürlich im. Tageschart und den raffe ich jetzt mal, nö, ich raffe nicht zusammen, ich gehe mal kurz auf die Woche und wir sehen hier in der Woche etwas sehr, sehr, sehr Interessantes, denn schaut mal hier an dieser Stelle, dieser ähm, ja, markierte Bereich hier mit der roten Linie um die Marke von, äh, von 0,7415, das war das kleine Zwischenhoch, was wir hier an dieser Stelle gesehen hatten, da läuft der Markt jetzt rüber. Das heißt, an dieser Stelle sehen wir ganz klar, der Aufwärtstrend, ja, der setzt sich hier nach oben hin fort. Und das ist wirklich die Story, die wirklich richtig klasse ist. Da sehen wir, dass der Markt schön nach oben ansteigt. Schaut mal hier, dann hatten wir hier diese W-förmige Korrektur und jetzt zack. Nach oben hin. Das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Der Markt kauft diesen Bereich sozusagen. Er macht es nicht wie hier, dass er, dass er nach unten abdreht und hier nach unten abdreht, hier durch und dann komplett den Rutsch macht. Nein, diesmal versucht er wirklich drüber zu bleiben. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend an dieser Stelle zu sehen. Denn nur mal ganz kurz. Schaut mal. Anlaufmarker sind nach oben hin einige vorhanden, die wir hier durchaus auf der Uhr mit haben können. Und das bleibt spannend. Und deswegen schauen wir uns das ganze gleich noch mal in der kleineren Zeiteinheit an. Das heißt an dieser Stelle, welche Level brauchen wir oben auf der Uhr? Das wäre mal zum einen hier drüben dieses kleine Zwischenhoch hier. Na, das wäre dieses hier grob. Ich kann das jetzt nur grob anlegen. Der metertreter hält da leider nicht direkt drauf an. Aber ich hoffe, man erkennt, welche Punkte ich dann meine hier die Zwischenhochs. Und das bleibt spannend. Also, die höheren, die ich hier einzeichne, das ist natürlich etwas für die längere fristige Zeit. Also, oder sagen wir mal wenigstens für das mittelfristige Swing Trading. Hier die 0,76, naja, 88 in etwa. Und hier oben dieser Bereich, das nächste, die 0,78, ähm, 15 in etwa. Und dann hier oben drauf, der Bereich hier, der Schwungbereich. Der war hier drüben relevant. Der war hier relevant. Hier relevant. Das ist die Marke um die 0,81, 17 ganz knapp hier oben. Da sind die längerfristigen Ziele. Und wenn wir uns das mal eben auch anschauen wollen, was wir hier an Potenzial alleine aus der laufenden Bewegung nach oben hin noch haben, ne, dann müssen wir nur mal ausmessen, das Ganze hier oben draufsetzen. Und da sehen wir, dass allein das Potenzial aus dieser Korrektur hier unten raus schon ausreicht, um hier drüben in diesem Bereich bei 078 knapp 15 reinzulaufen. Das ist hochinteressant, liebe Traderinnen und Trader. Und deswegen jetzt der Blick in die kleineren Zeiteinheiten hier im 4-Stunden-Chart. Da sehen wir es an dieser Stelle. Mache ich ein bisschen kleiner, dass wir es besser mal kurz sehen können. Ich will es nochmal mal kurz zusammenraffen. Hier sehen wir schön den trendigen Schwung nach oben und das ist jetzt tatsächlich interessant. Und zwar stehen wir hier wirklich knapp vor der Bestätigung, denn vor der Bestätigung des Ausbruchs. Ne? Denn wir sind jetzt hier. Über dieses Zwischenhoch hier sind wir definitiv einmal drüber gelaufen. Das heißt, hier dieser Bereich wurde ganz klar gekauft und zwar nicht einfach so in einem Schub nach oben, sondern hier hat uns der Markt wirklich ganz klar und ganz sauber angezeigt. Hier. Ging es drüber, dort ging es drunter, jetzt geht es wieder drüber. Das heißt, der hier unten initiierte Aufwärtstrend hier, der läuft weiter schön nach oben fort, der setzt sich fort. Und wenn wir jetzt hier nach der aktuellen Korrektur wieder am Hoch die Käufer in den Markt bekommen, dann sehen wir an dieser Stelle, dass der Kaufdruck weiter anhält und wir tatsächlich die Chancen haben, schön oben drüber zu laufen hier an dieser Stelle und dort den Bereich mit wegzunehmen. Das ist hochinteressant. Was auch hochinteressant ist, wenn wir hier oben keine neuen hoch sehen. Dann müssen wir die Unterseite angehen und für die Unterseite sehen wir allerdings auch dann schon planbare Anlaufbereiche drinnen, ne? weil der Trend schlängelt sich ja hier schön nach oben. Sollten wir hier abprallen und unter dieses Zwischentief unten drunter durchfallen hier an dieser Stelle, ich mache es mal kurz rein, also wenn der Markt tatsächlich hier unten das Zwischentief abverkauft, die Marke von knapp, was haben wir hier äh, 73,98 in etwa? Das wäre dann das Zeichen, dass der Markt sich eher zumindest kurzfristig ein bisschen aus Tun möchte und wir dann entsprechend nach unten laufen und die Anlaufmarke sind dann aber gar nicht so weit weg. Ne? Also, das sind wirklich diese Dinge, die wir hier drinnen haben. Aus dem letzten Schub nach oben hin hier. Das nächste wäre dann unten drinne die 0,7325. Nein, die 0,7373. So rum. Das Ganze hier an dieser Stelle zu sehen und dann kann man das Ganze natürlich nach unten hin noch aufbauen. Hier dieser Kaufbereich hier um die Marke von 0,73400. Das wäre dann mal der nächstgrößere Auffangbereich. Ne? Als wir schön hier oben rausgelaufen sind aus dem Dreieck raus. Das sind die Marker, die dann interessant sind und die man als Trader durchaus auch auf der haben kann, wenn wir hier oben ein kurzfristiges Durchatmen bekommen und wenn wir uns das mal eben auf Tagesbasis anschauen wollen, ja, dann ist das ja nur dieses kleine Stück hier, was korrigiert wird, und das ist ja dann hier da nach unten drunter, und hier ist dann schon das Ausbruchslevel. Und wenn wir uns das Ganze jetzt noch mal kurz anschauen wollen, in dem, was ich gerade trendig auch gezeigt habe, auf Tagesbasis, schaut es euch mal an, da passiert noch nichts. ne, Das ist einfach nur hier unten, wenn wir tatsächlich hier auf die 0,73,40 rauflaufen. Das ist eine Korrektur bis zum Ausbruchslevel. Da ist wirklich mit dem jüngsten Aufwärtstrend hier alles okay. Und es passt dann halt auch ins längere Bild hier im Austral-Dollar, US-Dollar. Schaut es euch an. Hier schön der Markt nach oben im Aufwärtstrend. Der ist wirklich sehr, sehr schön da. Er kontrolliert oder korrigiert manchmal auch ein klein wenig. Aber hey, das gehört dazu. Und damit sind wir hier auf der längeren Seite auch wieder nach oben unterwegs. Mit Blick in. Das Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar. So, dann schiebe ich mich mal rüber. Hier an dieser Stelle Schweizer Franken, japanischen Yen. Und beim Rüberschieben habe ich gerade auch mal den Blick gesehen in den Chat. Jetzt geht der Chat auf Facebook auch. Die ersten Nachrichten sind durch. Guten Morgen zurück. Die lieben Grüße nehme ich auch hier sehr, sehr gerne in Empfang. Und auch die Rückmeldung, dass in Zoom alles da ist, freut mich sehr. So, jetzt der Blick in Schweizer Franken japanisches Yen hervorragend was wir hier sehen auch hier äh, wie gerade auch mal avisiert im äh, Währungspaar Australdollar US-Dollar hier eine schöne W-förmige Formation im Chart das ist immer ein Zeichen dafür ähm, dass es durchaus hier in die Long Richtung interessant werden könnte was wir noch gesehen haben hier ist dass dieser großgezogene Haltebereich wieder mal gehalten hat hier die Marke um die 11380 bis 114 dieser Schwungbereich oder das können wir sogar noch drunter nehmen. 1,1350 hier unten. Schöner Schwungbereich, hat schön gehalten und das Interessante ist wirklich, der Markt, der ist jetzt wirklich schön am Hochgehen nach dieser W-förmigen ähm, Konsolidierung hier unten. Ähm, das Doppeltop haben wir hier einen, quasi in Dreifach äh, Boden gehabt, nicht das Doppeltop, einen Boden. 2, 3 mal gesehen. Jetzt schiebt es hoch sehr, sehr spannend, wo wir stehen, denn hier, schaut es euch mal an, es ist nicht mehr viel Platz nach oben hin, da stehen wir dann schon am aktuellen Jahreshoch um die Marke von, 1, äh, von 117, 87 in etwa hier, das ist hochinteressant, das ist hochspannend, was wir hier sehen, die Dynamik ist wirklich da und das ist etwas wirklich auch für die aktiven Trader an dieser Stelle, denn äh, diejenigen, die hier schon öfter zuschauen, die wissen auch, der Seidel weiß auch ganz genau, was hier an solchen Stellen immer wieder passieren kann. Deshalb weise ich hier darauf hin. Langlaufende Bewegungen fangen irgendwann mal an zu korrigieren und die Frage, die sich hier immer stellt ist, aus welchen Gründen wird denn ein Kurs getrieben und wann merkt man, dass dieser Kurs umdrehen kann? Und das ist halt immer der Punkt, wo ich auch sage, das ist auch das, was ich meinen, äh, meinen, meinen Schülern äh, in den Ausbildungen auch immer wieder sage. Es ist immer gut, wenn man weiß, wer nach einem Kauf, ne? Der, der, der Spruch ist alt, aber er funktioniert wirklich. Wenn ich weiß, an wen ich was verkaufen kann, dann habe ich doch gute Chancen, diejenigen etwas abzugeben. Weiß ich aber nicht mehr, ob noch irgendwo Käufer kommen, dann könnte ich ein Problem haben, weil ich hoffen muss, dass irgendwo jemand kommt, ne? Also der Händler auf dem Markt, wenn er seine Schlange steht, stehen sie die bis zum Ende vom Markt reicht. Gut, dann ist es ganz klar, dann weiß der, da kommt noch eine Menge, die Orangen oder was auch immer kaufen können. Aber wenn plötzlich niemand mehr da ist, fragt sich der Händler dann: hm, An wen soll ich denn jetzt meine Waren verkaufen? Das ist interessant und das ist hier genauso, denn wenn wir uns das Ganze mal anschauen, schaut mal, ich gehe mal ganz kurz in die Woche rein. Wenn wir dieses Level hier oben rausnehmen, da kommt dann erstmal eine Weile nicht mehr viel. Das heißt, hier oben ist schon ein wichtiges Verkaufslevel. Das sieht man relativ gut. Hier. Dieser Bereich hier oben, das ist das Verkaufslevel. Und wir haben hier zwar noch ein paar höhere Punkte, aber man merkt schon, dort oben wird die Luft dann langsam eng. Und das ist halt ein Punkt, wo ich immer wieder sage, lasst uns dort doch mal gemeinsam ganz genau hinschauen. Hier die Marke um die 1780 bis äh, 117, ähm, 87 bis 118 ist ein Widerstandslevel. Und wenn wir dort plötzlich das versiegende Kaufinteresse sehen, dann wird natürlich das Thema der Korrektur interessant und was hilft uns da? Da hilft uns ganz klar hier an dieser Stelle der Markt in die kleineren Zeiteinheiten. So, das haben wir jetzt hier mal im 4-Stunden-Trend zu sehen. Ja, da sehen wir es auch. Die Anlaufpunkte sind da und hier oben kommt dann erstmal eine Weile nichts. Da ist dann Luft nach oben hin und das ist der Bereich, wo man sieht, wenn die Luft dort oben eng wird, dann könnte es kurzfristig eine Gegenbewegung geben. Und auf was setzen wir dann? Dann setzen wir natürlich erst einmal auf die Trendverläufe, die wir haben und da sehen wir halt hier den Markt schön nach oben schwingen. Das heißt, das, was wir hier jetzt sehen, ist schön dieser Aufwärtsschub hier. Der letzte, schaut mal hier, das ist das, was wir schön trendig nach oben laufen sehen. Das sind die steigenden Hochs und die steigenden Tiefs. Und das zieht es jetzt durch. Und wenn das irgendwann anfängt zu drehen, ja, noch ist es nicht so weit. Ja, noch ist der Aufwärtstrend absolut intakt. Und ich habe ja gerade gesagt, das Potenzial zur Oberseite ist halt durchaus da. Also locker über 118 können wir hier laufen. Das ist echt kein Thema. Aber, und das ist das, wo ich den Fokus hier ein bisschen drauf lege, ist für die kurzfristigen Trader, das kann man ja in diesem Währungspaar auch relativ gut machen, die schauen bitte hin, was hier oben passiert. Und wenn wir hier in den kleineren Zeiteinheiten hier irgendwo was sehen, dass wir da nach unten trenden, das wäre dann wirklich interessant diese kleinen Dinge mitzunehmen. Und da haben wir es wirklich sehr, sehr interessant, denn wir sehen es halt auch in den Blick oder mit Blick auf das, was hier passiert, dass wir hier Bewegungen drinnen haben. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal auf diesen Markt raufgehen, dann würden wir halt sehen, okay, das nächste Support-Level haben wir irgendwo im Bereich hier unten von 117.03, 117.04, das ist dieses Ausbruchs-Level hier in diesem Bereich, das ist hier ein paar Mal getestet worden, das ist also alles kein Problem. Das nächste, was wir uns hier anschauen müssten oder möchten, ist, sollten wir schon früher rumdrehen, wir wissen ja nie, wo es kommt, wenn wir hier mal aus diesen letzten Bewegungsarmen mal reinschauen, wo wir Anlaufpunkte haben, auch im 15-Minuten-Chart, dann sehen wir es halt in den kleineren Bereichen, wenn hier der Markt schon müde wird, ja, hier oben ähm, und nicht erst weit noch nach oben läuft, dann sehen wir halt aktuell, dass wir hier ein Level haben, hier unter dieser Stelle, wo wir definitiv sagen, wenn es da drunter fällt, dann sieht die Welt erstmal so ein bisschen nach korrektiver Phase aus und das ist dann nämlich interessant, denn dann sehen wir hier nicht nur dieses letzte Level, wo wir drüber gelaufen sind, das was zum Widerstand war, die 117,30, sondern wir können uns im kleinen Bereich auch noch ein Stück weit runtersetzen. Schaut mal hier, das kleine Zwischentief um die 117,18, hier schön in diesem Kaufbereich, das ist ein gutes Level. Und dann natürlich hier unten der Schwungbereich um die 117,03, äh, wir haben es hier, ich ziehe es mal noch ein bisschen runter, so hier hin. Da haben wir auch noch einen Kaufbereich knapp drüber um die Marke von 117,06. Das sind Anlaufpunkte, die wir durchaus für einen kleinen, kurzen Trade hier auf der Chart-Unterseite nutzen können. Wie schon gesagt, wir müssen erstmal schauen, was läuft. Wenn der Markt noch ein bisschen höher läuft und dann erst müder wird, sind diese Level trotzdem relevant. Das zum Schweizer Franken, japanischen Yen. Gut. Das hätten wir damit. Ich sehe auch die ersten Wunschmärkte kommen reingeflogen. Holger, das passt. Guten Morgen, hast verschlafen. Das kann passieren. Britisches Pfund, ähm, US-Dollar, schauen wir uns gleich mit an. Zum Pfund hatte ich ja schon ein bisschen was erzählt, was wir hier auf der Uhr haben müssen. Zunächst allerdings erst einmal der Blick hier. Euro, US-Dollar. Wuppala, da ging es gestern ordentlich zur Sache. Äh, wenn wir uns die Kerze mal kurz anschauen wollen, hier an dieser Stelle, die Tageskerze von gestern, die hatte doch ziemlich ausladende äh, Schatten. Ne? Nach unten, nach oben, ordentlich Bewegung gestern drin gewesen. Ein sehr, sehr breiter Tag. Ähm, man muss schauen, was kommt. Ich habe es im Chart skizziert im, 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 im Beitrag Tickmills, tägliche Trading-Ideen, habe ich auch den Euro, US-Dollar mal im Detail beleuchtet. Also auch in Schrift und Bild sozusagen. Wir sind hier momentan in der korrektiven Phase ja, auf Tagesbasis. Wir schauen uns das Ganze auch gleich noch in der untergeordneten Zeiteinheit an. Dann komme ich auch auf diese magentafarbenen Linien zu sprechen. Also was wir hier im Tageschart entsprechend sehen, ist mal definitiv die Geschichte. Schöne lange Aufwärtsbewegung, hochdynamisch das Ganze auch gestartet. Und dann sieht man halt auch mal das Thema, wer nach uns kommt, wenn wir hier unten diesen Kaufbereich auch sehen. Der nächste Kaufbereich, den hatten wir hier in diesem Level, also 1,19,20 und 1,20, 1,15, haben hier gut für Dynamik gesorgt. Ne? Hier nochmal der kleine Retest und dann Schub nach oben. Jetzt, wie schon gesagt, heute haben wir EZB. Wir verharren hier innerhalb einer Flagge. Also das ist momentan noch eine Bullenflagge. Je tiefer die läuft, je weniger hat natürlich die Flagge als Aussagekraft. Dann ist es einfach nur ein Korrekturkanal. Aber was halt interessant ist, ist die Tatsache, wir haben hier zwei Level liegen, die durchaus interessant sind, die wir hier auch brauchen. Das heißt, das wäre zum einen mal der Ausbruch aus der Flagge. Der ist natürlich jetzt relativ weit weg hier oben bei 1.21.47. Das ist das Tageshoch von gestern. Und dann haben wir hier das Montagstief, was aktuell relevant ist. Wir sehen es hier, das ist die Marke von 1.2078. Da sind wir gestern kurz drunter gelupft, wieder drüber gegangen. Jetzt halten wir uns knapp über diesem Level. Wenn wir dort drunter an Fahrt gewinnen. Dann müssen wir uns tatsächlich auf der Unterseite orientieren. Und mit Blick in den Tageschart sehen wir schon ein paar interessante Anlauflevel. Das wäre nämlich erst einmal hier das Ausbruchslevel aufs Jahreshoch. Der Bereich um die 1,20, 1,15. Und darunter natürlich das Ausbruchslevel hier. Die Initiale, als wir hier deutlich nach oben geschoben sind. Das ist der Bereich um die 1,19,20. Das ist das, was wir jetzt auf Tagesbasis schon sehr schön sehen. Aber... Nichtsdestotrotz, im Kurzfristbereich ist es natürlich sehr interessant, einfach mal reinzuschauen, was hier passiert. Und was wir hier sehen, ist ganz klar. Wir sehen hier einen abwärts laufenden Markt. Ich skizziere das Ganze gerne mal kurz rein. Das ist die korrektive Phase an dieser Stelle sozusagen. Wir sehen es, wir sind von oben jetzt schön auf dem Weg nach unten unterwegs. Hier wächst sich so ein bisschen ab das Thema fallende Hochs und fallende Tiefs. Und das, was wir hier jetzt momentan sehen, das ist halt so ein bisschen das Zeichen, dass es durchaus. Die Gefahr gibt, dass wir weiter nach unten korrigieren, aber auch die Chance haben, nach oben raufzulaufen. Und das sind halt diese wichtigen Spannungsbereiche. Ne? Die wir sehen. Wir laufen hier in die Korrektur momentan rein. Und weil das kleine Bild halt innerhalb dieses Abwärtstrends verortet ist, ist das hier halt der Korrekturkanal, den wir haben. Und da haben wir halt tatsächlich die Gefahr. Brechen wir hier nach unten aus und nehmen das Zwischentief hier unten raus, dann wird halt wirklich das Tief vom Montag abverkauft. Hier sind wir gestern nur durchgerutscht und treiben jetzt wieder nach oben. Fallen wir aber hier unter dieses Level, dann ist der Weg nach unten ganz klar erst einmal in die korrektive Phase gezeichnet und die Anlaufpunkte, die wir für eine Korrektur auf der Unterseite stehen haben, also wenn es jetzt hier aus dieser Korrektur nach unten läuft, dann müssen wir uns nach unten orientieren. Und interessant sind dann die Anlauflevel hier. Aus dem kleinen Schwungbereich nach oben haben wir ein Haltelevel um die Marke von 1,20, 39, 40 in etwa. Das ist dieses Level, dann ganz klar hier der Ausbruchsbereich. Ja, den haben wir da. Da gibt es also nichts weiter zu reden. Ähm, der ist da, das ist ungefähr die Marke hier um die ähm, 1,1920. Also dieses Level hier, was wir da dann haben. Und dann nach unten hin noch ein weiteres Level hier. Diese Marke, da sehen wir die Marke um die 1,1885. Das war ein Kaufbereich, wo es dann auch dynamisch nach oben weiterging. Diese Level haben wir durchaus auf der Unterseite da. Warum nehme ich solche tiefen Level auch hier morgens mit rein in die Analyse? Das ist ganz schnell erklärt durch diese EZB-Pressekonferenz ähm, und auch den Zinsentscheid, den wir heute haben. Ähm, naja, gut, ich glaube, der Zinsentscheid wird jetzt nicht so heftig wirken können, aber sollte es doch dort eine Überraschung geben und die Zinsen gesenkt werden, dann schwächt das den Euro natürlich massiv, ja. Und das ist dann halt der Punkt, dass der Euro, ja, schwächer wird und dann geht es halt hier deutlich runter. Und das könnte halt dafür sorgen, dass wir hier deutliche Bewegungen zur Unterseite bekommen. Quasi eine korrektive Phase. Wir haben ja nächste Woche auch die FED-Sitzung. Deswegen starkes Spannungsumfeld hier an dieser Stelle, gerade im Euro-US-Dollar. Und das sind die Marker, da brauchen wir die Drehpunkte unten. Denn erstens wissen wir, dass an diesen Stellen möglicherweise ähm, sozusagen weitere Absicherungsorders von Händlern liegen. Das ist die eine Seite ja das würde dann das thema dynamik nach unten bringen nummer 1 und nummer 2 ist es allerdings dass an diesen stellen halt ähm, gerade an den größeren grün markierten leveln häufig auch käufer stehen die sich sagen okay mit blick in den tageschart wir sind jetzt wirklich weit gelaufen gehen jetzt in die Korrektur und wenn man sich den Tageschart mal anschaut, dann sieht man ja, wo die wichtigen Level sind und man sieht ja sozusagen, dass die Korrektur durchaus hier ein ganzes Stück nach unten laufen kann. Hier, wenn wir uns das mal anschauen, ich mache mal kurz die Entry Bars rein an dieser Stelle. Das ist eines der Merkmale hier in dem MTO in Live Signal, dass man auch die Korrekturtiefen angezeigt bekommt. Und wenn man dann einfach mal sieht, okay, die langfristigen Händler, die dieses große, große Bild auch auf dem Schirm haben, was ich vor kurzem hier erklärt hatte. Ja, warum sollte es nicht mal ein bisschen tiefer korrigieren? Und wenn die dann hier sitzen und an bei 1.2011 oder bei 1.19 mit Kauforders warten, das sind dann die prägnanten Level, wo man einfach sagen muss, wenn da dann wirklich wieder Kaufdruck reinkommt. Dass man sich dort dann auf die Long-Seite setzen kann. Deswegen haben wir jetzt diese Marke auf der Uhr und deswegen sind auch ein paar weitere Level weg, weil hohe Volatilitäten, die können manchmal auch richtig gute Geschenke bringen. Zum einen für die auf der Unterseite, die short-kurzfristig investiert sind, für die anderen Swing-Trader, die sich sagen, wir wollen bei tieferen Leveln mal ein paar Limits reinsetzen, dass man das Ganze dort dann deutlich besser planen kann. Hier. Der Blick in Euro, US-Dollar. Und damit schalten wir jetzt rum in die Wunschmärkte. Und ich habe hier sozusagen britisches Pfund, US-Dollar hier an dieser Stelle. Äh, da wird noch gefragt, Divergenz in der Stunde. Müssen wir mal schauen, was wir hier sehen. Das Ganze direkt natürlich zunächst erstmal mit dem Blick auf den Tageschart an dieser Stelle. Hier im 4-Stunden-Chart sehen wir schon, dass es ziemlich schwankungsbreit zur Sache geht. Und das ist auch etwas, das bestätigt so ein bisschen das Bild, was wir auf der Tagesbasis sehen. Kleinen Augenblick, ich räume diesen Chart mal ein kleines bisschen auf hier an dieser Stelle. Wir sehen es ja hier. Ich hatte hier schon ein ansteigendes Dreieck unten eingezeichnet. Oben der Deckel drauf, um die 1. 34, ein paar, eine 80, aber dazu gleich an dieser Stelle mehr, warum wir und worauf wir hier entsprechend jetzt schauen sollten. Kurzen Augenblick. So, gut. Also, was wir hier an dieser Stelle definitiv momentan im Blick haben sollten, ähm, ist einfach mal die Tatsache, was passiert hier momentan am Markt. Und da sehen wir, ohne dass wir jetzt schon mal in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen, ganz klar, etwas, das wir hier an dieser Stelle äh, beachten müssen, und zwar ist das der Start der laufenden Korrektur. Hier ist momentan ziemlich hoher Schwankungsbereich. Ähm, hier an dieser Stelle diese, dieser, sage ich mal, Widerstandsbereich um die ähm, 1,3480 ist rausgenommen. Das sehen wir ganz klar. Ne? Hier kurzer Spike drüber, aber es wurde direkt danach wieder abverkauft. Und etwas, auf das ich jetzt ganz genau schaue, ist was passiert denn hier in diesem Bereich? Denn wir sehen die 1, 33, 14, 15. Das ist hier zum einen das Ausbruchslevel nach oben gewesen. Dann haben wir hier einen Unterstützungsbereich und hier sind wir drunter gelaufen, aber gleich wieder drüber gelaufen. Das heißt, das Level um die 1.33.14 ist erstmal rausgenommen worden. Dann haben wir jetzt wieder die Käufer reinbekommen. Bricht das jetzt tatsächlich nachhaltig weg, dieses Level? Dann haben wir hier ganz klar. Die Seite nach unten offen und die Anlaufpunkte, die wir hier sehen, das können wir schon im Tageschart planen, wo es dann hingehen kann. Das wäre zunächst erst einmal hier an dieser Stelle natürlich das Spike -Low hier unten um die 1.32.24 haben wir es da genau, das Low hier unten und dann aus dem kleintrendigen Verlauf. Ich mache den mal kurz noch mit an, dass man sehen kann. Hier, schaut mal. Das ist ein Zwischentief hier unten, die Marke um die 1,3196, das ist da relevant. Und da wir hier jetzt diese blaue Linie sehen, ähm, das ist immer so, ich sage an dieser Stelle, das ist Hickhack. Das ist immer etwas unschön und woran wir merken, dass dieses Hickhack passiert, ähm, ist immer dann, wenn der Chart ein bisschen anfängt komisch auszusehen. Was meine ich denn, wenn der Chart anfängt ein bisschen komisch auszusehen? Schaut euch mal an, was hier passiert. Wir haben hier, ähm, ich nenne das gerne äh, Trompete. Einer meiner Schüler hat gesagt, als ich den so einen Chartverlauf mal angezeichnet habe, ähm, das sieht ein bisschen aus wie eine Trompete, was hier passiert. Ähm, wir haben steigende Hochs und fallende Tiefs. Daran sehen wir, dass der Markt sich überhaupt nicht entscheiden kann. Das sind die choppy Markets, wo wir wirklich wild hin und her springen ähm, und da müssen wir uns wirklich auf die Lauer legen. Das ist gut geeignet für die sehr kurzfristigen Trader, diese Märkte, weil wir schnelle Richtungswechsel bekommen. Und wenn wir hier mal ganz kurz jetzt in den Stundenchart reingehen wollen, ich zeichne hier diese Trompete mal ganz kurz äh, noch mit ein, dass wir sie entsprechend auch im äh, kleineren Zeitkontext sehen können. Dann sehen wir halt jetzt an dieser Stelle ganz klar auch dieses Hin und Her und das ist das, was ich an dieser Stelle immer wieder meine, wo man ganz genau hinschauen muss, was hier passiert, denn wir haben hier ziemlich akute oder schnelle Richtungswechsel. Ne? Wenn man sich das mal anschaut hier, da ging es mal ein Stück nach oben, das war das hier, dann ging es plötzlich wieder nach unten, das ist das gewesen, dann ging es in Aufwärtsdynamik deutlich nach oben, dann sind hier Hochpunkte rausgenommen worden, nur um dann entsprechend hier unter starken Schwankungen wieder nach unten zu treiben. Und wenn wir uns das mal Anschauen. Ähm, Holger, das ist jetzt für dich auch sehr, sehr wichtig, weil du ja auch direkt die Frage gestellt hast: Worauf kommt es mir jetzt an? Mir kommt es jetzt wirklich darauf an: Nummer eins, was passiert hier? Nummer zwei, was passiert hier? Das heißt, Fallen wir hier unten drunter durch, wird dieser kurzfristige Aufwärtstrend hier komplett rausgenommen durch den validen Abwärtstrend. Das heißt, aktuell im kleineren Bereich sind wir definitiv abwärts gerichtet. Und wenn wir einfach mal schauen wollen, wie weit das Potenzial noch läuft, einfach mal die letzte Korrektur hier ausmessen, also sozusagen vom Korrektur hier, dem Tief an dieser Stelle. Hier, das ist das hier in diesem Punkt gewesen, äh, zum Low unten reingegangen. Wenn wir das einfach mal unten drunter draufsetzen, hier, dann haben wir schon mal locker das Potenzial, bis in diesen Bereich hier um die 1,2240 mit reinzulaufen. Und das ähm, ist halt die kurze Seite. Und wenn wir die kurze Seite halt noch mal etwas näher betrachten wollen, dann sehen wir es schon, wenn es hier drunter rutscht, das Potenzial ist ja alleine mit diesem Schub da, dann an dieser Stelle der nächste Anlaufbereich hier unten. Dieses Level um die 1,3196 bis 1,32. Das ist interessant. Interessant zu sehen. Und darunter ist nicht Schluss. Wir haben hier noch einen Kaufbereich um die 1,31, knapp 67. Ja, und dann kann man das Ganze noch ein bisschen weiter ziehen. Also hier gibt es auf der Unterseite doch einige Level auf dem Weg zum Zwischentief hier, wo der Markt die deutliche Aufwärtsdynamik gestartet hatte. Und das Zwischentief haben wir hier um die Marke von 1,31. Da ist viel Luft. Ja, und die Unsicherheit ist da, hängt auch alles meiner, meines, meines Erachtens nach mit dem Thema Brexit zusammen. Ähm, das bleibt spannend. Und das ist halt genau der Punkt, wo man einfach sieht, wenn jetzt plötzlich Nachrichten kommen, ähm, die den US, äh, die das britische Fund sozusagen schwächen, dann ja, sieht der Markt halt einfach die Richtung nach unten vor. Und das ist das, was der Markt hier momentan so ein bisschen spielt, die Schwächephase. Äh, und das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig zu sehen. Denn. Wenn wir hier nochmal drauf schauen, Holger, auch das, aber nicht nur für dich interessant, sondern auch für die anderen. Wenn man mal den größeren Schadverlauf anschaut, sich das Ganze mal anschaut hier, na, dann sehen wir ja hier an dieser Stelle, was hier in diesem Bild schon ähm, passiert ist. Wir sind hier an dieser Stelle definitiv schon mal unter wichtige Zwischentiefs gefallen. Das ist jetzt wirklich der starke Rutsch nach unten. Dann hier. Die Gegenbewegung und das, was wir hier im Kleinen jetzt schon sehen, das könnte dann halt tatsächlich dazu führen, dass wir im größeren Bilde ebenfalls nach unten fallen und dann einen größeren Abwärtstrend hier machen und die Richtung nach unten mit durchzulaufen haben. Das ist also das kurzfristige Bild, was wir hier im Fund haben. Mittelfristig muss man schauen, was wird. Ne? Wir haben weiterhin die Chance, nach oben zu laufen, denn. Der Aufwärtstrend im größeren Bilde, der ist natürlich weiterhin intakt. Und damit meine ich, wenn ich jetzt das große Bild meine, das, was wir entsprechend hier an dieser Stelle sehen, na, das ist das hier, der ganz, ganz große Schwankungsbereich. Die korrektive Phase nach unten kann sich ausdehnen, bis wohin auch immer. Wir haben Luft nach unten und das entscheidende Level jetzt ist hier die 1,3314, um das Ganze hier dann mit raufzunehmen. Wenn ich sehe, mit gutem Handelssetup bleibt das natürlich definitiv. Ein Punkt hier für die Morgenbesprechung. Gut, das der Blick in britisches Pfund US-Dollar. Weitere Fragen habe ich hier momentan nicht. Dann würde ich sagen, kurz vor Schluss heute, ja, schauen wir uns nochmal den DAX an. Wir sehen hier den DAX heute mal im kleineren Bereich zunächst. Wir sind ja hier ordentlich unter Druck geraten. Das sehen wir auch hier. Der starke Rückgang gestern. Was passiert jetzt hier? Interessant zu sehen ist, wo wir momentan aufgefangen werden. Das ist dieses Level hier. 13.250 bis 13.280 in diesem Bereich. Das ist ein Kaufbereich hier. Das haben wir hier drüben gesehen. Da war es der Widerstand. Jetzt sind wir schön nach oben gelaufen. Hier die korrektive Phase. Das wäre jetzt halt tatsächlich interessant zu sehen, was hier passiert. Denn wenn man mal sieht. Wenn wir hier oben über dieses Level laufen, haben wir zumindest im Kleinen mal wieder einen Aufwärtstrend und wir haben auch auf der Oberseite ein paar anlaufbare Punkte die wir planen können. Das heißt, das wären mal die Level hier, die im kleinsten hier die Marke um die 13.366 und dann können wir das Ganze hier noch ein bisschen hochziehen. Die kleinen Schwunglevel hier, wie ich schon gesagt, das ist momentan mal heute nur der Blick in die 15 Minuten rein, aber wir sehen es halt auf der Oberseite, sind ein paar schöne planbare Anlaufpunkte hier, wenn wir tatsächlich es schaffen, über das Zwischenhoch hier drüber zu laufen, also über die Marke von, naja, 13.356, dann ist der Weg nach oben hin natürlich erst einmal da. Was wir so ein bisschen beachten müssen, ist hier dieser Verkaufsbereich, den wir hier haben. Den muss ich jetzt mal rot machen. Das ist natürlich ein kleiner Knackpunkt, aber wenn auch der aus dem Markt rausgenommen wird, das wäre natürlich sehr, sehr charmant zu sehen hier. Das ist das Level grob um die Marke von 13.378 bis 80, beziehungsweise hier noch ein Stückchen tiefer gezogen, hier wo der Ausbruchbereich kam. Da haben wir die, na doch, das ist die 78, 13.378. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wenn hier Stärke reinkommen sollte, fallen wir allerdings drunter. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich nicht über dieses kleine Zwischenhoch drauf oder drüber kommen, dann müssen wir uns zur Unterseite orientieren. Das heißt weiter der Abverkauf zur Unterseite hin und dann wird es halt interessant hier das kleine Zwischentiefel. Wenn das rausgenommen wird um die Marke von 13.292 Zählern, dann der Weg nach unten hin. Offen hier der Schwungbereich, den wir hier haben, die Marke von 13.278 Zählern, ist natürlich dann interessant. Ja, und dann haben wir schon die Drehpunkte hier unten. Ne? Kaufbereich um das Level hier, wir haben es unten drinnen, die 13.235, dieser Drehpunkt hier, und dann, ja, die Marken, wie wir sie haben, die Zwischentiefs, die wir schön raussuchen können hier unten als nächstes die 13000 knapp 200 Punkte Marke. Da ist einiges da, gute Chancen auf der Oberseite, kurzfristig auch die Chancen auf der Unterseite und ich denke, da wir heute tatsächlich EZB Tag haben, wird einiges davon abhängen, wie der Markt reagiert auf das sozusagen, was wir hier an diesem Punkt heute bekommen. Das wollte ich hier im DAX noch mal ganz kurz zeigen. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen auch heute wieder. Und morgen geht es dann weiter mit den nächsten Trading-Ideen. Morgen schauen wir mal ein bisschen auf die Neuerungen im DAX. Ja, wird ja bald äh, sozusagen eine Änderung im DAX anstehen mit 40 Werten. Das ist auf der Agenda. Da gibt es morgen mal ein paar Informationen dazu, wie das genau ablaufen wird, was die Werte sind, ähm, welche wichtigen Dinge da zu melden sind. Das machen wir morgen nach der Besprechung der Handelsideen bzw. der Wunschmärkte. Morgen dann natürlich auch wieder der große Chartcheck für die großen Indizes. Ähm, gerne auch der Blick in ja, die Rohstoffe. Das machen wir morgen auch relativ spontan. Da sind wir ja flexibel von der Seite her. Bis morgen und alle einen erfolgreichen Trading Donnerstag. Danke fürs Zuschauen und tschüss.